So, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen. Ich glaube, das jetzt. Ist alles richtig? Ja, das Mikrofon ist richtig. Und nochmal herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und willkommen zum bereits dritten Part hier auf meinem Kanal zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben im letzten Part alle Aufträge eigentlich erfolgreich erfüllt, die wir von unserem Vater bekommen haben. Und genau, wir haben das Bier besorgt, wir haben die das Schwert besorgt und was haben wir noch gemacht? Wir haben die Kohle besorgt und jetzt wollen wir mal ein ernstes Wörtchen mit unserem guten Herrn Vater, dem Schmied, reden. Hallo Vater! Die Sachen, die du wolltest. Bitteschön. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Noch nicht. Ich muss los und ich muss los und mit dem Schwert üben. Wollen wir dem sagen, dass wir mit dem Schwert kämpfen? Ich glaube, das mag der doch nicht so. Hä, also sind wir doch noch nicht ganz fertig, ne? Noch nicht. Noch nicht. Ich arbeite daran. Und wie lange dauert das noch? Ich arbeite daran. Leg einen Zahn zu. Oh, Kopfschmerz. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Willst du, dass ich vor Herrn Ratzig wie ein Tölpel dastehe? Herr Ratzig. Nein, Vater. Ich bin bald zurück. Also gut, Leute. Anscheinend sind wir doch noch nicht ganz fertig. Wer ist das denn? Hey, das ist der... Himmel, pass auf, wo du hingehst. Das ist doch der Dings, von dem wir das Geld eingetrieben haben. Mir kommt gerade der Name nicht in den Kopf, der hat so einen komischen Namen. Irgendwie so Kennisch oder sowas. Gut, dann würde ich sagen, einen Auftrag haben wir tatsächlich noch. Und zwar, begib dich zum Schwertkampftraining mit diesem obiosen Typen. Genau, wie der heißt, weiß ich jetzt nun auch nicht mehr. Aber unsere Freundin, die kannte den ja anscheinend. Bin ich mal gespannt, wie wir uns so anstellen. Ist das eigentlich... Wir hätten auch die Kohle einfach klauen können. Oh, hier mit dem Typen hätten wir auch Kohle kaufen können. Hätten wir jetzt gar nicht bei der im Markt machen müssen. Ach, egal jetzt. Hey, Pip. Willst du was lernen? Nö, denk nicht. Danke. Wie du willst. Ist das der? Ja, das ist der. Heil dem Helden. Na, hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Jawohl. Ich will Schwertkampf lernen. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Jawohl, los geht's, Leute. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Ja, wir können dem hier einfach nachlaufen, oder? Kann ich eigentlich wegzoomen? Nee, spielt man nur in der Ego-Perspektive. Das ist okay, das stört mich aber nicht. Beim Schafpferch. Ich frage mich, ob wir mit echten Schwertern... Ah, nee, wahrscheinlich schon, ja. Sonst hätte er sich ja nicht geschnitten im Tag vorher. Ich dachte zuerst, vielleicht kämpfen sie ja mit Holzschwertern oder so, aber dem ist nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt, wo wir das ja wissen. Oh Gott, zum Glück ist auch jetzt Fastnacht vorbei. Ich habe zwar nichts dagegen, aber meine Wohnung liegt halt genau an der Straße und da war jetzt die letzten drei Tage ein Umzug gewesen. Und das ist natürlich schon übelst krass, ne? Also, wir haben zum Teil Sachen auf dem Balkon oben liegen. Die haben das einfach da hochgeworfen, wo ich dachte, hey, wo kommt denn der Scheiß her? Okay. Sind wir dann da, ne? Kampfplatz, cool. Hi, mein Freund. Na, kann's losgehen? Klar. Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Ich weiß doch noch gar nichts. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Cool, ich habe ein Schwert. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Okay, du kannst deinen Gegner fixieren. Du kannst deinen Gegner mit A und D umkreisen. Okay, ja, das habe ich ja alles. Das kenne ich noch. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Ah, guck. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu.
Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Ja. Ah doch, wir haben tatsächlich ein Holzschwert. Genau. Jetzt von unten. Du's. Und von oben. Ah ne, von der Seite. Cool. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Zustechen. Schwacher Angriff. Schwache Angriffe sind meist schneller und präziser, richten weniger Schaden. Du kannst einen Gegner ins Gesicht stechen, obere Zone, oder in den Körper, untere Zone. Untere Zone. Ja. Ja, das kriegen wir gar nicht. Da kriegen wir ganz gut hin eigentlich. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Du kannst Angriffe zu einer Combo aneinanderreihen. Starte zuerst einen neuen Angriff. Sobald der vorherige endet, du kannst die Angriffszone wechseln oder die Angriffe einfach aufeinander versuchen. Also einfach nacheinander schlagen, ne? So. Ah, das war einmal gewesen, ja. Zweimal, sehr schön. Oh, das Kampfsystem gefällt mir aber gut, muss ich ehrlich zugeben. Und... Ja! Das haben wir hingekriegt. Genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Okay. Damit wäre das Schwerttraining jetzt auch, glaube ich, abgeschlossen. Dann haben wir das erledigt. Gut. Dann... Ja, aber dann haben wir doch jetzt eigentlich... Alles erledigt, oder? Es sei denn, wir können nochmal die Schulden bei dem probieren irgendwie einzutreiben, aber der hat ja nichts mehr, der hat uns ja schon den Schlüssel von seiner Truhe gegeben. Oder es sei denn, der verheimlicht uns irgendwas, der Kunesch. Ich rede nochmal mit dem. Reden, habe ich gesagt. Nein! War nicht gemeint, war nicht so gemeint. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Wo rennt der denn jetzt hin? Und weg ist er. Ich muss was essen, Leute, hier haben wir ein Brötchen. Das sollte ja reichen. Ja, treibe Kunischs Schulden ein. Lass nochmal schauen. Ja, hier bin ich ja. Ah ne, hier bin ich gar nicht. Hier bin ich. Ah ja, weil der weggerannt ist. Aber ich kann ja gar nicht mit dem reden. Ich schaue nochmal nach, was der uns zu sagen hat. Oder, ah nee, das ist jetzt schon wieder begiblich zum Schwert. Nee, das ist richtig. Der ist tatsächlich weggerannt vor uns. Wo ist denn der hin? Versteckt er sich hier oben oder was? Hä? Oh, der bewegt sich. Der ist tatsächlich am Rumrennen hier. Durch die Hecke kommen wir nicht. Okay. Hey, ich will doch nur reden mit dir. Mann. Oh, der ist sicher Petzen bei der Wache oder irgend sowas. Ey, hä? Wo ist denn der? Rennt der mir jetzt echt einmal hier um den ganzen Ort oder was? Weil ich dem mal ein bisschen am Rücken geklatscht habe. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ja, da kommen wir nicht drüber. Ja, super. Der ist jetzt wahrscheinlich wieder genau da am Ort, wo wir angefangen haben, oder? Da hinten rennt der. Der ist echt hier am Rumrennen. Was ist denn das für ein Depp? Ich wollte doch nur mit dem reden.
Und weg ist er. Oh, jetzt bin ich echt einmal um die ganze Stadt hier gerannt, oder was? Bleib doch mal stehen. Oh, zum Glück sind wir schneller. Wo ist der? Nein! Ah. Ja, ich weiß, wir haben keine Energie mehr. Chill kurz, bitte. Hallo. Hier. Stellen. Ah, der haut ab. Jetzt habe ich's verstanden. Bewusstlos geschlagen, oder was? Neue Stufe erreicht. Körper aufheben, plündern mit E. Wenn du etwas stiehlst, lass dich dabei nicht erwischen. Auch die Beute zu verkaufen ist nicht ganz einfach. Du kannst vielleicht unbemerkt einen Apfel verkaufen, aber wenn du etwas Wertvolles stiehlst, spricht es sich herum und die Händler werden... Okay. Neuer Kodex-Eintrag. Ja, aber jetzt komm, jetzt haben wir den ja voll auseinandergenommen. Mal schauen. Ah, hier. Wir haben alles. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Schmieden beginnen. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Und voller Blut immer noch. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Hast du mit dem Bier eine Weltreise gemacht? Es ist so schal und warm wie Pferdepisse. Geh und hol ein neues. Und das zahlst du selbst. Dummheit kostet. Nein, stimmt ja. Wir hatten ja das Bier für den Vater. Ah, natürlich sind wir, wir sind auch dumm, weißt du, wir kaufen ein Bier, ne? Laufen dann erstmal quer durch den ganzen Ort, machen nochmal Schwertkampftraining und dann nehmen wir nochmal den Typen hier auseinander. Wartet mal. Nimm den mal mit hier. Dem geht's nicht so gut. Der muss eine Runde schlafen. Hier. Hab ich ihn jetzt da fallen lassen? Hab ich doch... Ah, ich muss gedrückt halten. Zack. So. Pass etwas besser auf. Jo, schlaf erstmal eine Runde lieber. Also, jetzt gehen wir nochmal bei unserer Freundin Bianca schnell ein Bier holen. Damit unser Vater auch das Schmieden beginnt. Hey, meine Süße. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Ich wollte das Bier für meinen Vater holen. Bin wieder da. Ach, das sehe ich. Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Ja, bitte. Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Was war das denn? Lululu. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Das kennen wir ja schon. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Gut, Gespräch beenden. Den anderen lassen wir jetzt, den Rest lassen wir jetzt erstmal, weil das Bier wird ja sonst kalt. Was war das denn gewesen? Habe ich jemanden angerempelt oder was? Also jetzt schnell zum Vater und ihm das Bier bringen, ansonsten kriegen wir den Arsch voll. Mach. So. Hallo Vater, ich habe das Bier für dich. Kann man ja eigentlich auch was haben? Nee, kann man nicht. Hier die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja. Bitteschön. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Barrierstange abgegeben. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja. Das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen.
Ach, übrigens, mir ist zu Ohren gekommen, was dem Deutschen passiert ist. Ich nehme an, du weißt etwas darüber. Vielleicht. Vielleicht. Hat vielleicht jemand Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen und haben vielleicht deine Spießgesellen etwas damit zu tun? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König erzählt. Er hat bekommen, was er verdient. Ja, bekommen, was er verdient, ja? Pass auf, ich weiß nicht, ob du oder nur irgendeiner deiner Freunde etwas damit zu tun hat. Und es ist mir auch gleich. Ich muss hier ein Geschäft führen. Und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht unbedingt weiter und dem König am allerwenigsten, verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht! Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Ach, wird dieser Junge jemals auf das hören, was ich sage? Der Deutsche redet also Unfug. Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins, Heinrich. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten und nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Okay. Wow, wieder einiges ein bisschen mehr erfahren. Wirklich, war zwar eine etwas längere Cutscene, aber schön nochmal so die Ansichten anderer Personen zu sehen. Und ja, das nennt man auch Charakterbindung. Also so baut man auch eine gute Bindung zu irgendwelchen Charakteren auf. Okay. Hier. Die Nägel.
Gut. Dann gehen wir wieder zum Vater zurück. Tür zumachen hier. Jetzt will ich irgendwelches Ungeziefer ins Haus reinlassen. Okay. So, meine Lieben, bevor wir aber meinem Vater oder unserem Vater jetzt die Nägel geben, möchte ich mich an der Stelle leider schon verabschieden vom dritten Part. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Und ja, wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder ein schönes Abo. Würde mich echt mega freuen. Ist verdammt schwer als junger YouTuber, Leute für seinen Kanal zu gewinnen. Ich gebe mir da halt auch echt Mühe, probiere auch wirklich jeden Tag fast ein Video rauszuhauen. Oder zwei auch manchmal. Und genau. Ansonsten würde ich wirklich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, Leute. Danke fürs Zusehen. Euer Nier. Ciao.